mit dem Philbill Focus CP550 befüllen wir Canon PGI 550 und CI 551 Tintenpatronen mittels der Unterdruckmethode. Für die Befüllung benötigen wir den Philbill Focus, eine Lyrlock-Spritze mit großem Volumen, sogenannte Füllkaffs oder Befüllstutzen, die entsprechende Tinte und natürlich die leere Originalpatrone oder auch kompatible Patrone. Unser Ziel ist es, die magentafarbene Canon 551 Patrone mit 7 ml Tinte nachzufüllen. Die Befüllung ist sehr einfach, dazu muss die Patrone nur in den Philbill eingespannt werden. Dies geschieht so rum, wie ich die Patrone jetzt gerade halte. Die Gummimatte am Sockel des Philbills dichtet die Luftausgleichsöffnung der Patrone ab, so dass ich mit dem Füllstutzen oder Füllkaff, der mit dem Spannmechanismus auf die Tintenauslassöffnung drückt, innerhalb der Patrone ein Vakuum herstellen kann. Beginnen Sie die Befüllung, indem Sie 7 ml Tinte in die zum Philbill gehörende Lyrlock-Spritze aufziehen. Mit dem Philbill befüllen wir die Canon-Patrone ganz leicht. Ich habe bereits 7 ml Tinte in die Spritze aufgezogen. Die Spritzennadel kann ich jetzt entfernen. Das mache ich hiermit. Dann nehme ich den schmalen Füllkaff. Ich nehme deshalb den schmalen Füllkaff, weil die Patrone die schmale, farbige Patrone ist. Zum Philbill Focus ist beigelegt noch ein breiter Füllkaff, der ist für die schwarze, dicke Patrone. Ich nehme jetzt die schmale. Der Füllkaff lässt sich in den Philbill ganz leicht einsetzen. Zack, ist er schon drin. Und die Patrone wird eingespannt. Hierbei ist nur zu beachten, dass der Füllkaff in seiner Höhe direkt auf die Tintenauslassöffnung der Patrone einwirkt. Am Ende des Spannvorgangs rastet der Kipphebel nie ein und Sie sind sicher, dass die Patrone festsitzt. Jetzt schrauben wir den Lyrlock-Anschluss der Spritze auf den Lyrlock-Anschluss des Füllkaffs auf, drehen leicht fest, nicht zu fest, aber so reicht es schon. Und jetzt stellen wir durch Ziehen des Spritzenkolbens einen Unterdruck im Inneren der Patrone her. Kurz zur Erklärung: In der Spritze befinden sich noch die 7 ml Tinte. Die Luft, die ich durch Ziehen des Kolbens aus der Patrone entferne, wird jetzt durch die Tinte durchblubbern, deshalb bildet sich oberhalb der Tinte leicht Schaum. Wenn ich jetzt den Kolben loslasse, wird der Unterdruck ausreichen, um etwas Tinte in die Patrone zu ziehen. Diesen Vorgang wiederhole ich mehrmals. Und wieder zieht Tinte in die Patrone. Und irgendwann beim Vakuumherstellen, also beim Ziehen des Kolbens, stelle ich schon fest, dass keine Luft mehr aus der Patrone kommt. Das ist der Moment, in dem die Patrone befüllt ist, genau jetzt. Die restliche Tinte, die im Spritzenkolben verbleibt, ist quasi übrig, passt in die Patrone nicht mehr rein. In meinem Fall war höchstwahrscheinlich in der Patrone noch etwas Resttinte, deshalb haben die 7 ml nicht ganz reingepasst. Jetzt kann ich die
tut sie wieder entfernen. Öffne den Spannhebel und die Patrone ist befüllt. So kann sie eingesetzt werden.